Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr endete ein Streit zwischen zwei Männern im Bahnhof Westerland mit einer Stichverletzung im Bein. Ein 66-Jähriger zog während des Streitverlaufs ein Klappmesser und verletzte einen 18-Jährigen. Dieser wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dem Tatverdächtigen wurde aufgrund seines Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe entnommen. Das Messer wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Während das deutsche Festland in den letzten Monaten oft mit Schnee und Glätte zu kämpfen hatte, blieb die Wetterlage auf Sylt entspannt. Dennoch kam es auf der Nordseeinsel in der vergangenen Nacht zum ersten Schneefall des noch jungen Jahres. Schnee gilt hier generell als Seltenheit. Warum dies so ist und ob der Schnee liegen bleibt, erläutert Gernot Schütz, Meteorologe von wetter.com. Schnee auf Sylt ist relativ selten. Man sieht es hier schön am Strand, da ist es weiß geworden. Und das passiert eben nur dann, wenn alles passt. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag hat eben alles gepasst. Zum einen gab es bodennah Ostwind, das heißt, die Luft konnte sich nicht erwärmen über dem Meer. Zum anderen in der Höhe richtig eisige Luft, minus 7 Grad in 1500 Meter Höhe. Und dann passiert eben genau das. Die Feuchtigkeit war da, ein kleines Tief ist drüber gezogen. In Sylt hat es geschneit und das ist ein schöner winterlicher Eindruck, aber allzu lange wird sich der Schnee wohl nicht halten. Vergangene Woche hatte der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein auf eine dringliche Anfrage der Sylter Bürgermeister zum Thema Pendlerchaos geantwortet. In einem Eingeständnis wurde die Lage als schwierig bezeichnet. Aus Gründen der Sicherheit sei die vorübergehende Außerbetriebnahme der Marschbahnwagen im letzten November unabdingbar gewesen. Auslöser waren damals Kupplungsprobleme, deren Behebung oberste Priorität zugesichert wurde. Im Moment liegt noch kein konkreter Zeitplan vor, wann diese behoben sein werden. Angestrebt sei jedoch, dass die ersten Wagen im März einsatzbereit sind. Rund die Hälfte der Kupplungen sind defekt und wurden zum Hersteller zur Überprüfung und Reparatur geschickt. Funktionstüchtige Kupplungen können wieder aufbereitet und eingebaut werden. Technisch wäre es denkbar, die funktionsfähigen Teile samt Waggons einzusetzen, das Risiko sei jedoch zu hoch, so die Geschäftsführung. Ab Donnerstag, den 9. Februar 2017, bietet die Gemeinde Sylt wieder eine wöchentliche Öffnungszeit im Sylter Archiv an. Zum Stadt- und Inselarchiv gehören neben den Aktenbeständen eine umfangreiche Sylt- bzw. Nordfriesland-Bibliothek, ca. 60 Periodika, Pressesammlungen, private Nachlässe, biografische Sammlungen und ein umfangreiches Bildarchiv. Die Sammlungen zur Stadt-, Bad- und Inselgeschichte beinhalten unter anderem Themen wie Geologie, Archäologie, Natur- und Landschaftsschutz, Küstenschutz, Volkskunde, Kultur und Kunst, Entwicklung des Fremdenverkehrs, Kurwesen und Meeresheilkunde. Das Sylter Archiv ist jeweils donnerstags in der Zeit von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Des Weiteren können ab dem 9. Februar Termine telefonisch vereinbart werden. Die Railroad Development Corporation, kurz RDC, hat bekannt gegeben, dass die Spätzüge ihres Tochterunternehmens Autozug Sylt seit dem 6. Februar bis zum 31. März nicht verkehren werden. Der Ausfall betrifft die beiden Züge um 22 Uhr ab Niebüll und um 23.05 Uhr ab Westerland. Als Grund gibt RDC erneute Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Sylt-Verbindung an. Der späteste Autozug Sylt ab Niebüll fährt während dieser Zeit um 19 Uhr ab und um 20.25 Uhr ab Westerland. Am ersten Wochenende des März fahren in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag keine Autozüge. Auch die Sylt-Fähre ab Röhm kann an diesem Wochenende wegen Werftaufenthalts keine Mitfahrt anbieten. Seit 31 Jahren kennt man auf Sylt das sogenannte Heideplaggen. Da die Bearbeitung von Teilflächen problemlos verlief, kommt die Technik auch heute noch zur Anwendung. Alle 50 bis 60 Jahre wird es immer wieder nötig, überaltete Pflanzen zurückzuschneiden. Dies geschieht mit dem Mähen der Fläche. Dort, wo die Vegetation bereits abgestorben ist, kommt es zur Vergrasung und später zur Verbuschung. Vergraste Flächen müssen dann geplaggt werden. Die hier anfallende Biomasse kann landwirtschaftlich zur Bodenverbesserung genutzt werden. Die Heideplaggmaschine wurde erstmals 1986 auf die Insel gebracht und stellt je nach Größe eine Sondermaschine dar. Das Gerät trägt über elektronische Tiefensteuerung die vergraste Altheide ab und legt eine dünne Samenbank im Boden frei, welche dann durch Licht und Feuchtigkeit keimt. Nach 2 bis 3 Jahren findet man dann einen dichten Heideteppich auf der Fläche wieder. Bereits zum 8. Mal wurde in einer Blindverkostung der neue Kampener Künstlerwein aus 7 Weinen gekürt. Eindeutiger Favorit und Gewinner der 17 Tester ist Red von Karl Pfaffmann. Dieser Wein wird zu Ostern in einer Limited Edition von 1000 Flaschen mit einem Etikett von dem Künstler Thomas Land mit dem Bildtitel »Das können nur Deutsche im Watt sein« erscheinen. Ja, also ich finde das besonders eigentlich die Idee, dass die Menschen, die diese Blindweinverkostung vornehmen,
Menschen sind, also aus allen Bereichen. Das sind natürlich Gastronomie, aber es sind auch Menschen, die gerne Wein trinken. Es ist ja nicht der Anspruch, einen Wein hier zu kreieren, der im Einkauf nachher 80 oder 18 Euro kostet, sondern der jedem schmecken sollte. Das ist wichtig. Für die Anlieferung von Strauchwerk an den Biegeplätzen in Arxum, Kaitum, Morsum, Rantum, Tinnum und Westerland wurden jetzt die Öffnungszeiten bekannt gegeben. Vom 17. Februar bis 19. Februar kann von 8 bis 16 Uhr Strauchwerk ohne Wurzeln und bis zu einem maximalen Stammdurchmesser von 15 cm abgeladen werden. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass nur die nicht gewerbliche Anlieferung von Tannenbäumen und oder Strauchwerk zulässig ist. In anderen Fällen wird die Annahme abgelehnt. Zudem haben Senioren im Ortsteil Westerland auch in diesem Jahr die Möglichkeit, mit dem Bus zur Westerländer Bieke gefahren zu werden. Der Standort für den Seniorenbus auf dem Campingplatz an der Osteria ermöglicht einen guten Blick auf die Bieke. Aufgrund des Standortes des Busses ist ein Aussteigen vor Ort infolge des unwegsamen Geländes und fehlender Beleuchtung nicht möglich. Gemeinsam mit der DB-Konzernbevollmächtigten für die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, Manuela Herbort, sowie DB-Region-Nordchef Thorsten Reh und dem Geschäftsführer der NASH besuchte Verkehrsminister Reinhard Mayer gestern die Insel Sylt, bereits zum dritten Mal. Es fand ein Gespräch mit Bahnpendlern, Bürgermeistern und Geschäftsleuten der Insel über die aktuelle Situation auf der Strecke Nibel-Westerland statt. Die Zustände sollen verbessert werden. Jedoch blieb das Gespräch ohne konkrete Ergebnisse. Es wurden zwei Gutachten veranlasst, um die Ursache für den Ausfall der 90 NOB-Waggons zu klären. Die Hälfte könnte bis zur Sommersaison wieder im Einsatz sein. Ja, wir werden am 6. April wieder hier sein, gemeinsam mit DB Regio und NASH. Wir haben klar vereinbart mit den Sylter Unternehmern, mit der Pendlerinitiative, dass wir bis dahin einen gemeinsamen Zeitplan erarbeiten, einen Fahrplan, ein Konzept über den Sommer, weil ein Teil der Fahrzeuge nicht vor dem Sommer einsatzbereit wird, von denen, die jetzt sozusagen mit Kupplungsschaden in der Werkstatt stehen. Und deswegen ist der oberste Punkt, und das haben alle Beteiligten bestätigt, dass wir Verlässlichkeit und Sicherheit in der Erreichbarkeit der Insel brauchen. Am 7. Mai 2017 ist Landtagswahl und die Gemeinde Sylt sucht für den Wahlsonntag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr Wahlhelfer. Aufgaben am Wahltag sind die Kontrolle über eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, Kontrolle der Stimmberechtigung, Ausgabe der Stimmzettel und Vermerk der Stimmabgaben sowie das Auszählen der Stimmen ab 18 Uhr. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Beisitzer werden vom Wahlvorsteher am Wahltag in ihre Aufgaben eingewiesen. Einsatz ist im einen der Sylter Wahllokale. Wünsche über den Einsatzort werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Als Aufwandsentschädigung wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro in bar bezahlt. Interessenten melden sich bei dem Wahlteam der Gemeinde Sylt unter wahlen@gemeinde-sylt.de.